Hast du die Nice-Lampe auf Bros gestellt? Oh, warte. Auf Abi-Bros. Ach du Gott, hier gibt's gar keinen Braun. Also, kannst ja dann mal gucken. Aber ich glaube, Braun so ist höchstens das, ist es aber hier blau. Das ist ein Skandal. Da muss ich auf jeden Fall mich bei Tim melden. Also eine kleine Reklamation per Mail verfassen, dass man unbedingt auch eine Bronze Farbe braucht. Also das, ja, unbedingt. Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Freunde! SBB Time! Heute mit einem verdammten Bronzespieler. Ihr habt es euch gewünscht, ihr habt die Kommentarleiste in dem letzten Video zugespammt mit Hashtag Abi! Und hier ist er, der Bruder Charles Abi! Ich weiß nicht, wie man so auf so einen Namen kommt, ein Franzose, der einfach Charles Abi heißt. Auf jeden Fall, Bruder, Grüße gehen raus, sowie an den Ehrenbruder Max aus Malle! Hi! Moin Jungs, was geht? Und diese Karte, ich bin ehrlich, ich bin drauf gespannt, denn ich habe mit dieser Karte noch nicht gespielt. Ja, das finde ich nicht gut, also. Wir spielen auf jeden Fall mit plus 10 und ich bin extrem gespannt, wie der sich spielen lässt. Auf jeden Fall würde es mich sehr, sehr freuen. Max ist wieder am Start. Drückt alle gerne wieder den Daumen nach oben. Freut mich extrem, eure Kommentare zu lesen. Was für eine gute Kombi. Gucke hier, was ist das für ein Kombi? Jetzt habe ich auch einen Grund gehabt, den Kombi einzublenden. Und er hat nur drauf gewartet. Jungs, ist der Daumen oben, wird man euch loben und dann würde ich sagen, halt ich mal rein an der Stelle. Was für ein Philosophen-Maxi habe ich heute hier am Start. Ach ja, Leute, bevor ich die Spieler nenne, ganz oben in der Videobeschreibung ist natürlich auch, also da kommt ihr zum Video auf Max seinen Kanal. Und ja, ich habe vor der Aufnahme schon mit Max gesprochen, dass ich fühle, was er aufgeschrieben hat, ja. Ich werde jetzt erstmal alle reinstellen und ich werde sie dann erraten, die er aufgeschrieben hat. Also ich stelle die mal alle rein. So, das ist Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 sollte ich auch besitzen. Genau so ist das. Okay, ich habe jetzt alle drei drinnen und ich sage, dass du Ikoné, Benyed und Mbappé oder statt Mbappé Dembélé aufgeschrieben hast. Ja, zwei Treffer an der Stelle. Wem hast du aufgeschrieben? Ikoné, Dembélé und Saint-Maximin. Der heftigste. Ich habe mich entschieden für Benedetto von Olympique Marseille, Memphis Depay und der Player of the Month, Reine Adelaide. Keine Ahnung, wie man den richtig ausspricht. Jetzt. Ich halte ja rein. Genau, ich hätte im ZM, wollte ich erst den guten AWA 87er nehmen. Ich denke mal, den könntest du aufgeschrieben haben, aber ich habe mich stattdessen entschieden für, da ist er, Sanson, Headliner und vorne im Sturm auch eine bunte Karte, habe ich noch nicht gespielt, dieses FIFA, Jungs, ich habe Bock drauf, der gute Dembélé, Werte sehen gut aus. Der Future Star Dembélé. Ach nein. Max, Alter, du hast so Glück, ey. Oh. Dembélé steht zwar auf der Tafel, okay, aber er steht durchgestrichen. Oh, ich und ich habe. Das wär's schon wieder komplett gewesen. Aber, ZM habe ich jemanden von Olympique Marseille, mein Freund. Es ist aber Kamara! Schade! Oh, Junge. Gut, dass das ich mal die Teams so schön bunt bauen will. Weiß ich, lege mal auf die Farben viel Wert, so das ist immer so. Weißt du, es ist immer so geil, wie ich dich dazu bringe, dass du einen halben Herzinfarkt bekommst. Ja, wirklich. Ey, das ist nicht normal. Wirklich. Wie lange soll ich das noch aushalten, ehrlich? Von Olympique Marseille. Kein Atem mehr. Ja, wirklich. Ich habe jetzt eine Kombination ausgepackt und ja, ich bin mir nicht so sicher. Aber schauen wir mal, was der Max macht. Gut, ich habe mit dem Future Star aufgehört im Sturm. Ich fange mit dem Future Star an, aber als ZM diesmal. Und zwar, eine Karte musste man sich erspielen. Wo ist er denn? Ich glaube hier, Zaniolo. Oh Gott. Vorne im Sturm, heute ist ja eigentlich Europa League, wo wir das aufnehmen. Immobile Europa League Karte, habe ich mal gedacht, für den Flair so ein bisschen, weißt du, damit man mal so reinkommt. Und rechts Bernardeschi Champions League, let's go. Ey, let's go, den kannst du ja voll behalten. Ich bin komplett falsche Liga gegangen. Die let's Kombi wäre go auch geil gewesen. Timo Werner, Tolisso und Gnabry. Ja, wäre nice gewesen. Schade. Das wäre nice gewesen.
Aber okay. So schön bunt, man kennt ihn, von daher, let's go. Dann schauen wir mal, ob mein Team auch bunt wird, mein Freund. ZTM und RM. Ich habe ihnen schon wieder 30 Euro versprochen, wenn ihr auf die Kombi kommt. Ich bin... ja, auch in die italienische Liga gewechselt. Und zwar ZTM, ebenfalls ein Futuresar, Barella, SBC-Karte. Und dann gibt es noch einen Italiener, der spielt bei Inter Mailand, Politano. Nicht schlecht an der Stelle, ich bin in die holländische Liga gegangen. Ich habe jetzt gedacht mit dem Depay, dass du da irgendwie sonst einen Trick 18 auspackst, gefühlt. Bergius, und dann hatte ich mir nochmal gedacht, eine Icon nimmt er als ZTM, die ich schon mal hier auf dem Kanal des Karten musste. Reikard, Grüße gehen nochmal raus. Huch! Und das war absichtlich mit Depay. Das war so Absicht. Mann, ey, wirklich. Yes. Schade, Jungs. Der Mathematiker hat sich durchgesetzt. Ich bin jetzt hier mal optimistisch reingegangen und ich kann einfach nur hoffen, dass du den hier hast. Zeigst du gerade auf den Rechtsverteidiger, oder was? Weiß ich nicht. Ich schwöre, immer hoffe ich, dass du auf denselben Trick reinfällst und ich wieder nicht Zanetti habe, obwohl er oft geschrieben ist bei dir. Ich habe mich... Shit, ich glaube, du weißt, dass der First Owner ist bei mir. Shapeshifter Hateboard oder Hitbur, oder wie der heißt. Bitte nicht. Linksverteidiger Footmes Roussillon. Rechtsverteidiger Florenzi, Linksverteidiger habe ich einen, an dem Namen saß ich eine halbe Stunde, Jungs. Kolocicak. Bist du umsonst gesessen, mein Freund? Aber ich halte rein, mal gucken. Gut, Rechtsverteidiger ist relativ harmlos. Zapacosta. Linksverteidiger, einen aus Frankreich. Wollte ich eigentlich diesen Kolocicka auch nehmen? Ich denke mal, den hast du aufgeschrieben. Oh, hast du den noch nicht aufgeschrieben? Komm, ich nehme ihn. Wem? Den Kolocicka. Siesta. Ja. Cool. Ich habe mich jetzt umentschieden. Ich wollte eigentlich den Corsara. Das war aber eine gute Idee von dir. Oh nein, ich mache ihn wieder raus. Geil! Ich mache ihn wieder raus. Weißt du, ich wäre auch sehr, sehr lange an seinem Namen gesessen, deswegen habe ich ihn abgekürzt mit Colucci. Danilo wollte ich eigentlich, habe ich wieder durchgestrichen, habe mich dann für Cuadrado entschieden. Oh Mann, dann hätte ich auch da das Bessere nehmen können. Ich habe mich extra für einen schlechteren Zapacosta entschieden. Leute, das sind meine Tipps für beide Innenverteidiger und Torhüter Max. Also wenn er die Kombi hat, hasse und liebe ich ihn gleichzeitig. Also ich sag mal so... Es sind drei Kartentypen. Diese drei Kartentypen gibt es hier in diesem Team noch nicht. Torhüter, Info, Cillessen, Innenverteidiger Nummer 1, Kondogbia, dieser 87er Shapeshifter-Karte, andere IV, wo ist er denn hier? Paulista. Du hast mich manipuliert, mein Freund. Weil die Kombi habe ich dir schon mal aufgeschrieben. Da hast du gedacht, okay, gut. Ich habe nämlich die letzte Kombi aufgeschrieben, weil ich glaube, die hast du schon bei wem anderen auch verwendet. Upamecano, ja. Gulashi und Hernandez. Schade. Ja, genau. Schade. Mensch, das ist aber wirklich schade. Also Innenverteidigung ist wichtig, aber... Ach, mein Freund, haltest du schon rein? Also, ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt gestalten soll, okay? Also es gibt jetzt den linken Innenverteidiger und den Torhüter. Ich weiß es nicht, da bin ich mir ziemlich sicher, dass du an diese Kombination nicht gedacht hast. Ich habe den Story-Spieler von Akanji und den Bürki. Und entweder hast du alle drei, weil der rechte Innenverteidiger ist der offensichtlichste von offensichtlichsten. Es ist der 87er De Frisch. Och, Junge, ich heule. Ich weine wirklich. Wen hast du? Du darfst es spielen. Handanovic, Koemen, wegen diesem Eigenlink hätte ich gedacht. Und De Vrij. Gönn dir da mal bitte einen Torhüter hin. Also, ich muss sagen, gutes SBB bisher. Macht mir Spaß. Leute, das kann da gameplay-technisch kann das Bock machen. Bin ich ehrlich. Oh, meine Mama ruft mich, ich muss auflegen. Ciao!
Nein, schade. Schade. Ja, ich kaufe noch den Spieler und dann geht's ab ins Spiel. Abi, du wirst es regeln, Bruder. Netter Versuch. Oh ja. Huch. Good kick. Gut. Da ist er, Abi. Oh nein. Huch. Oha, der hat doch jetzt 94 Pace, ne? Ja, richtig. Ach nee, das war ja mein Torhüter. Ich habe mich gerade gewundert, warum der so komisch ge... Oh mein Gott. Oh, das ist mein Torhüter, by the way. Oh. Nein, das muss man. Wow, nicht immer Kombi raus am rausballern. Also wie ich hier immer verteidige, das kannst du keinem erzählen. Aber gegen dich schieße ich immer so guck schöne mal, Tore, ey. Nee, guck mal, der Kone, würde ich schon sagen. Abi! Oh! Wie im Volleyball. Was? Was, Torwart? Was? Was? Was war das denn schon wieder? Oh mein Gott! Was hat denn der bitte für einen Schuss gehabt, der Immobile? Jetzt hast du mich auch richtig. Also der war gemacht. Wirklich. Kennst du den Ausdruck am Faden gezogen? Der war richtig am Faden gezogen. Alter, mein Torhüter, er schaut einfach zu. Er hebt einfach so sein Knie. Arbeitsverweigerung. Okay, warum spiele ich den auch freiwillig an? Schon. Doppel-X-Pass. Ich hab gedacht, den Pass in der Mitte habe ich locker. Hast du gedacht? Ja, ich hab, also den habe ich schon gestern gesehen, aber ich habe gedacht, den habe ich dann auch locker. Also guck mal, ich bin eigentlich so mit dem. Leute, es regt mich schon wieder auf. Es regt mich schon wieder auf, weil ich da eigentlich hin wollte. Es regt der Rage Maxi. Oh, du hast ja auch einen Bronx-Toll, da fällt mir ja jetzt erst auf. Stimmt nicht. Ein bisschen mehr hier, ich muss mal. Stimmt nicht. Oh mein Gott, er nimmt den Bein nicht. Hast du es gerade gesehen? Komm, Abi, mach was. Komm. Attackieren. So, erstmal sicher mit hohem Bett. Ja, sicher. Nein, scheiße, ich wollte passen. So, wo ist jetzt dein Bronzi-Vorrat? Das ist was. Da ist der Bronzi-Tor. Das ist ein Geheimnis. War richtig. Ich glaube, das ist auch noch nicht hier. Nein, wo ist er? Wo ist er? Oh, da ist Gott. Er! Also, was ich hier schon wieder spiele für eine Grütze, Leute, wirklich. Dieser Paulista ist so, ey, das ist eine rote Schiri an der Mittellinie. Mittellinie. Oh, ich habe jetzt kein Rezept gegen dich gerade. Ja, ich habe eins, eigentlich nur mit Immobile über den schwachen IV kommen. Also über Kanji. Geil. Torhüter, er ist wirklich der Man of the Match. Was? Oh mein Gott. Bitte sag es war abseits, sonst ärgere ich mich hier. Oh mein Gott. Leute, also in dem Spiel haben wir Chancen. Oh. Nein. Nein, was ist das hier? Oh mein Gott. Nein, das war kein Abseits. Nein. Oh. Was mache ich da vom Tor? Ich schwöre, dieses Spiel ist wie ein Schwangerschaftskurs. Abi macht sich auch mal wieder wichtig. Das ist mein Game, mein Freund. Das ist mein Game. Darf nicht 3-1 stehen, ey. Darf nicht 3-1 stehen. Also nicht. So schade. Nicht. Ah, der zweite Discord jetzt, der tut weh, bin ich ehrlich. Einer wäre okay, aber schade. Kann ich mir vorstellen. Trotzdem GG, Buddy. Ja, GG erstmal. Ja. Und den hier und... Ne, warte, den machen wir. Komm, den tauschen wir noch und dann darfst du los. Shoot mal los. 2 Picks hast du frei. 4-4-2. Ich hab mir ja auch deine anderen Videos so angesehen, ne? Ich habe mir halt so gedacht, so, okay, wenn er diskarden muss, wie verschiebt er in den meisten Fällen? Und da ist mir ein kleines Muster aufgefallen, mein Freund. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das auch wirklich stimmt. Weißt du, ich würde wirklich am liebsten den LM und den RM nehmen. Das wäre für mich so
würde ich am liebsten gerade nehmen. Ich probiere aber heute beide Innenverteidiger. Ist in Ordnung noch. 85er in Form Citizen und den guten Saniolo. Ey. Sag nicht das 86er. Nee, 83er. Achso, hast du doch. Ja, den doch gelassen. Ich hab alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Hätte ich den 86er abstoßen müssen, Leute. Ich hätte mir. Nee, lassen wir's. Linkes und rechtes Mittelfeld hättest du gerne nehmen können mit Zappacosta und Bronzetorhüter. Und wow. Rechtsverteidiger, Linksverteidiger wäre bitter gewesen mit Dembélé und Immobile und ZM rechter war Kondogbia. So, mein Lieber, du bist schon ready, ha? Huh? Ja, Saniolo, Citizen, ich drück absenden und weg. Oh. Ah, dafür kriege ich ja wenigstens ein schönes 2-Sendende-Goldspieler-Pack. Also Jungs, wir wissen ja alle, wie wir EA kennen, da ist was drin, das könnte Walkout sein, von daher easy. Hoffen wir jetzt mal, dann ist der Titel gesichert. Ah ja, okay, nee, gut, nicht der Rede wert. Lass mal sein. Schade. So, Leute, ich fand es heute mal wieder extrem geil, die Aufnahme. Es macht immer so Bock. Und wir werden mit Sicherheit wieder das eine oder andere Mal schmunzeln müssen, während ich schneide. Ich hoffe, euch geht es genauso. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, bitte supportet das Video auch mit einem Daumen nach oben. Wie gesagt, Link ganz oben in der Videobeschreibung und dort kommt ihr zum Max und ja, der Bruder wie immer das letzte Wort. Ciao Leute! Ja, Jungs, Gameplay war wieder allerfeinste Sahne, die Creme de la Creme, wie man es nicht anders kennt, Jungs, bei unserem Gameplay, richtige Schwitzerspiele wie immer. Hat mir Spaß gemacht, von daher bis zum nächsten Mal rein und ciao!